Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist die Yi Home Kamera, die ist besonders klein und günstig. Und was diese kleine Kamera alles kann, das schauen wir uns gleich zusammen an. Auf die Yi Home Kamera bin ich aufmerksam geworden, weil es sie in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder auf Amazon im Angebot gab, und zwar für unter 20 Euro, um genau zu sein 19,99 Euro. Die UVP liegt bei ungefähr 40 Euro. Und da ist mir der Gedanke gekommen, die wird tatsächlich, so wie ich das gesehen habe, relativ häufig verkauft, ist auch mit Echo-Geräten kompatibel. Ihr könnt sie euch also auf einem Echo-Show anzeigen lassen. Da habe ich mir gedacht, die probiere ich doch einfach mal selber aus und schaue, wie sie zum Beispiel im Vergleich zu einer Blink Mini ist, ob man hier die gleiche Qualität erwarten kann. Deswegen werden wir uns gleich in diesem Video erstmal hier alles ein bisschen genauer angucken. Was habt ihr hier dran? Was gibt es für Details? Was ist hier im Lieferumfang dabei? Danach schauen wir uns auch die App an, schauen uns an, wie die Qualität der Bilder ist, bei Tag-, bei Nachtsicht, wie ist die Bewegungserkennung. Zum Schluss alles in einem kleinen Fazit zusammengefasst. Und bevor es damit allen losgeht, geht es jetzt nochmal zu den technischen Daten. Die UVP der Yi Home Kamera liegt bei 49,99 €, sie ist aber immer wieder für 20 Euro erhältlich. Sie ist 7x5,9x12,2 cm groß und wiegt 132 Gramm. Die Auflösung liegt bei 1080p und die Bildfrequenz bei 20 Bildern pro Sekunde. Das Sichtfeld der Kamera beträgt 110 Grad. Die Stromversorgung läuft über einen Micro-USB-Anschluss. Die Kamera besitzt eine Infrarot-Nachtsicht und ist auch mit Amazon Alexa kompatibel. Bilder können in der Cloud oder auf einer MicroSD-Karte gespeichert werden. Dafür können bei der Cloud optionale Kosten entstehen. Eine weitere Besonderheit ist die Geräuscherkennung der Kamera. So, das waren die technischen Daten. Dann kommen wir jetzt hier auch nochmal zu den Details. Schauen wir erst nochmal, was da im Lieferumfang dabei ist. Bisschen was zu lesen, eine Bedienungsanleitung, hier so eine Dankeskarte und hier ist auch nochmal was zum Cloud-Speicher. Auf der Rückseite ist ein QR-Code, da kriegt man dann 33% auf den Cloud-Speicher vergünstigt. Dann habt ihr ein sehr langes Netzteil, nicht Netzteil, sondern Netzkabel, 2 Meter lang. Da könnt ihr natürlich in der Platzierung etwas flexibler sein. Dazu natürlich der passende Stecker und dann die Kamera selber. Die Kamera ist neigbar, so komplett nach hinten und komplett nach vorne. Auf diesem kleinen Standfuß drehen kann man es hier drauf nicht, aber ihr könnt natürlich den Standfuß selber drehen. Dann habt ihr an der Vorderseite die Linse, 1080p wird aufgenommen. Darunter ist ein kleines LED-Licht, das soll auch verschiedene LED-Stufen anzeigen bzw. wiedergeben können. Auch besonders weiches Licht steht in den Produktdaten, ist natürlich für die Nachtsicht da. Hier unten steht dann noch Yi 1080p. Auf der Rückseite habt ihr den QR-Code für die Einrichtung. Hier ist nochmal so ein Aufkleber drauf, da steht AI Plus. Der ist hier nachträglich aufgeklebt worden, genauso auf der Verpackung ist der auch nachträglich aufgeklebt worden. Ich denke mal, das hat nur damit zu tun, dass es noch neue Funktionen gab, die es vorher nicht gab. AI Plus in dem Fall heißt das einfach, es soll hier eine Personenerkennung mit drin sein, die halt Personen von zum Beispiel Fahrzeugen unterscheiden kann, um dann eben nicht zu benachrichtigen, wenn irgendwie nur ein Auto erkannt wurde. Bei einer Kamera für den Innenbereich jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber die könnte man ja auch irgendwie nach außen zeigen lassen. Dann soll sie auch Geräusche erkennen, das heißt, habt ihr zum Beispiel einen Hund und der bellt ständig, dann kann auch die Kamera auch darüber informieren, dass irgendein Geräusch gehört wurde und dann könnt ihr nachgucken, was macht der Hund da gerade. Ansonsten gibt es an der Unterseite auch nichts zu sehen, außer nochmal das Yi-Logo. Leider nicht magnetisch, habe ich schon ausprobiert, wäre irgendwie cool gewesen, finde ich, wenn man die einfach so pop an die Wand machen könnte, kann man aber nicht. Okay. So, dann will ich mich hiermit gar nicht länger aufhalten, denn mehr gibt es hier auch einfach gar nicht zu sehen. Interessant ist für uns jetzt, wie geht das Ganze in der App, was habt ihr für Funktionen, wie gut ist die Bewegungserkennung, wie gut ist die Kameraqualität bzw. die Videoqualität. Und ich werde die Kamera jetzt einrichten und danach sehen wir uns gleich in der App wieder. So, dann schauen wir uns auch nochmal fix die App an. Diese heißt Yi Home und hier blende ich sie wieder für euch ein. Wenn man sie öffnet, dann sieht man diese Ansicht. Die finde ich ist generell gar nicht so unschick gemacht. Ihr könnt über das Plus hier oben eine Kamera hinzufügen. In diesem Fall von der Kamera war es bei Indoor-Kamera, diese Kamera ganz oben rechts, Yi 1080p Home-Kamera. Dann könnt ihr hier über Außerhaus und Zuhause aktivieren oder deaktivieren, ob ihr eben zu Hause seid und dementsprechend dann auch die Bewegungserkennung deaktivieren. Ihr seht das letzte Bild der Kamera. Und wenn ihr da drauf klickt, sieht das eben so aus, was ich ganz cool finde. Die haben das so gemacht, dass man den Schwenkbereich, also was heißt Schwenkbereich, den Sichtbereich der Kamera, wie in so einer Augmented Reality App hier so hin und her schwenken könnt. Oben und unten, so geht es nicht.
Aber ansonsten könnt ihr hier umstellen zwischen HD und SD oder das automatisch einstellen lassen. Könnt Videos aufnehmen, Bilder aufnehmen, könnt hier zwei Wege Audio aktivieren. Den Ton könnt ihr hier generell ausstellen. Hier unten seht ihr die Bewegungserkennung. Die werden euch hier in solchen Clips angezeigt. Gehen wir mal zurück. Hier unten wird nämlich immer so ein bisschen Werbung eingebunden, denn die Kamera bzw. der Hersteller möchte ganz gerne, dass ihr den Cloud-Speicher zu einem monatlichen Preis erwerbt. Der Cloud-Speicher ist generell in seiner Grundversion erstmal kostenlos. Also ihr könnt sowieso eine Micro-SD-Karte nehmen und alles auf der Kamera selber speichern. Oder ihr nehmt halt diesen Cloud-Service und da ist es so, dass die ersten 6 Sekunden nach einer erkannten Bewegung aufgenommen werden und das für die letzten 7 Tage. Das könnt ihr euch in der App anschauen. Wollt ihr mehr als das, also mehr Tage und mehr Sekunden, müsst ihr halt zahlen. Und das macht ihr halt hier drauf, könnt ihr so eine Speicherpläne wählen. Generell bin ich nicht so ein Freund von diesen ganzen Bezahl- und Abo-Modellen, einfach weil ich denke, wenn ich mir eine Kamera kaufe, möchte ich die einfach in ihrem vollen Funktionsumfang nutzen, ohne dafür monatlich was zu bezahlen. Dass sowas geht, zeigt zum Beispiel so ein Hersteller wie Eufy, die können sowas. Es gibt aber genug andere Hersteller, auch große wie Ring oder Alo, die nutzen alle so eine Abo-Pläne. Also da müsst ihr einfach vorher gucken, wenn ihr euch eine Kamera kauft, was ihr alles wollt und was ihr vielleicht an monatliche Zusatzkosten habt. Geht man nochmal auf zurück, dann gehen wir nochmal wieder hier auf die Ansicht. Die Ansicht könnt ihr natürlich auch in diese Vollbildansicht bringen auf dem Smartphone. Wieder zurück. Dann habt ihr unten bei den Einstellungen richtig viele Möglichkeiten. Da zeige ich natürlich jetzt nicht alles, aber ihr könnt die Kamera ein- und ausschalten, den Namen vergeben. Bei den Einstellungen hier könnt ihr die Statuslampe der Kamera ausschalten, das Bild drehen, falls es an der Decke angebracht ist, Kameramikrofon, Nachtsicht. Bei Anrufmodus könnt ihr sogar Handsfree einstellen, dass ihr nicht immer diesen Knopf drücken müsst zum Sprechen, sondern dass einfach die ganze Zeit übertragen und empfangen wird. Dann regelmäßig ein- und ausschalten, da könnt ihr Pläne einstellen, dass die Kamera sich zum Beispiel morgens einfach um 8 Uhr scharf schalten soll und um 19 Uhr wieder unscharf schalten. Dann habt ihr die Erkennungseinstellung, da könnt ihr die Bewegungserkennung einstellen, diesen anormalen Klang, wie es hier übersetzt ist. Das heißt halt einfach, die Kamera erkennt Töne, wie zum Beispiel hier steht Babyschreien oder was steht hier noch? Hilfeschreie. Naja, jedenfalls erkennt die Kamera Töne und dann könnt ihr halt ausprobieren, beziehungsweise dann könnt ihr euch dann nachschauen, was das zu Hause ausgelöst hat, dieses Geräusch. Könnt die Häufigkeit hier noch einstellen. Ansonsten gibt es hier wieder noch Werbung für den Cloud-Speicher. PIN-Schutz könnt ihr einstellen, also eine ganze Menge Dinge. Und ich würde mal sagen, das langt eigentlich. Hier bei den Alarmen kann man aber nochmal sehen, das sind die übersichtlichen Clips. Immer bei einer Erkennung seht ihr das hier so drin. Ich habe hier von mich einfach mal hingesetzt und dann seht ihr halt eben, das sind diese 6 Sekunden. Theoretisch könnte man auch sagen, das langt. Hauptsache man hat ja erkannt, wer da auf dem Bild zu sehen ist. Aber das sind hier so die wichtigen Dinge in dieser App. So, das langt erstmal zur App. Jetzt kommen wir gleich nochmal zu einem Fazit. Da werde ich euch nochmal ein bisschen was zeigen zu der Qualität bei Nachtsicht und generell nochmal ein kleines Fazit, alles nochmal ein bisschen abgebacken und das kommt jetzt auch direkt als nächstes. So, dann kommen wir jetzt zum Fazit von der Yi Home Kamera und tatsächlich sind jetzt gerade auch schon 2 weitere Tage vergangen, was daran liegt, dass ich ein Problem mit der Verbindung mit meinem Echo-Gerät hatte. Und zwar hat sich das wie folgt dargestellt, eben den Teil, den ihr gerade gesehen habt, habe ich beendet und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir ja nochmal schnell eben die Geschichte mit dem Skill. Dabei habe ich dann aber festgestellt, dass ich mich bei dem Skill nicht verbinden konnte. Und zwar habe ich ganz am Anfang in dieser Yi Home App aus Schnelligkeitsgründen gesagt, ich möchte mich per Facebook verbinden und habe dann dementsprechend auch gedacht, so, jetzt kann ich mich ja auch einfach mit bei diesem Skill mit meinen Facebook-Daten, also E-Mail und Passwort einloggen. Das hat aber nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, okay, kein Problem, ich lösche eben schnell den Account, mache das mit einer E-Mail-Adresse, vielleicht funktioniert das. Nächstes Problem, man loggt sich mit seiner E-Mail-Adresse ein, beziehungsweise erstellt einen Account und dann soll man einen Bestätigungscode kriegen an diese E-Mail-Adresse. Der kam aber nicht. Andere E-Mail-Adresse verwendet, kam kein Code. Noch eine E-Mail-Adresse verwendet, es kam einfach kein Code und dann habe ich schon gedacht, okay, alles klar, das scheint nicht zu funktionieren. Da muss ich dann mein Fazit hier so ein bisschen anders erstellen. Habe es für den Tag dann aber erstmal gelassen und dann nur aus Neugier es am nächsten Tag nochmal probiert und direkt beim ersten Mal hat es dann funktioniert. Also auch direkt an euch, falls ihr schon diese Kamera habt und diese Probleme mal hattet oder wenn ihr euch die Kamera kauft und dann halt einen Account erstellen wollt und es funktioniert nicht, versucht es am nächsten Tag nochmal. Vielleicht hatte ich auch einfach nur ein Problem und ich habe den Tag erwischt, wo es ein Serverproblem gab. Jetzt hat es aber funktioniert, aber das ist der Grund dafür, dass das Ganze jetzt einfach nochmal 2 Tage gedauert hat, seit dem Teil eben. So, jetzt möchte ich euch natürlich auch zeigen, wie das funktioniert. Da steht ja die Kamera, zeigt auf mich. Hier ist mein Echo Show 5 und mit dem Sprachbefehl
Zeig mir die Kamera Büro. Sollte es jetzt funktionieren? Okay. So, und da ist das Live-Bild auf dem Echo Show. Ich habe jetzt eben schon gesehen, dass das Live-Bild auf dem Echo Show ein ganzes Stück versetzt ist. Machen wir hier mal den bisschen leise, dass er nicht dazwischen labert. Also das Bild ist ein bisschen versetzt gewesen hier bei mir, aber das seht ihr jetzt ja auch gerade. Die Bewegungen, die ich hier mache, sind hier ein paar Sekunden zeitversetzt. Es funktioniert aber und die Bildqualität ist hier drauf auch wirklich ausreichend, finde ich, um halt eben mal schnell, wie schon vorhin gesagt, in ein Kinderzimmer zu gucken. Also das Ganze funktioniert auch mit Echo-Geräten, mit dieser kleinen Einschränkung bzw. mit dem Problem, was ich eben gerade erwähnt habe. Also abschließend das Fazit, würde ich die Kamera empfehlen? Ja, wenn das mit dem Echo quasi jetzt nur ein kurzer Aussetzer war und es generell funktioniert, dann kann ich die Kamera gerade für diesen Angebotspreis von 20 Euro wirklich empfehlen, denn sie hat eine tolle Bildqualität, die App ist schick und übersichtlich gemacht, die Nachtaufnahmen sind in Ordnung und auch halt generell das Videobild, das kann sich da durchaus sehen lassen. Wie gesagt, für 20 Euro sollte man jetzt aber auch hier nicht High-End-mäßiges erwarten, aber doch für den Preis hat man hier schon wirklich eine gute Kamera, mit der man einfach mal zwischendurch einen Blick in die Wohnung werfen kann. Und so wie jetzt funktioniert es halt eben auch mit einem Echo-Gerät. Okay, dann ich habe hier nochmal ein bisschen Videomaterial von Tag und von Nacht. Das blende ich hier jetzt einfach nochmal ein, damit ihr das auch nochmal gesehen habt. Und wenn ich jetzt noch irgendwas vergessen habe zur Kamera, dann schreibt die Fragen gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Kanal-Abo. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.